So, hier sind wir wieder mit der Bundesliga. Wir freuen uns schon auf den Anstoß hier und heute in der Allianz Arena in VfB München. Stuttgart. Ich habe meinen Heute sehen wir Kommentator Bayern voll laut. München gegen den VfB Stuttgart. Klar, dass sie vorne heute vor allem Robert Wir sind gespannt, wie Bayern München spielt. Letzte Orakel hat super gestimmt. 3-1 für Bayern München gegen Hoffenheim. Wie wird es heute gegen Stuttgart in Bayern? Ja, wir sind gespannt. Wenn ihr das gesehen habt, habt ihr vielleicht auch schon das Spiel Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen gesehen. Mit mir, Wobi, vielleicht. Zurzeit können wir es noch nicht aufnehmen. Deswegen mache ich das hier zuerst, weil die EA-Server down sind. Deswegen, ich hoffe, wir können das nachholen gleich. Ja, die Bayern und die Stuttgarter klatschen ab. Da sehen wir die heute. Na, ich weiß nicht, Bubi, dass sie dich hören. Das ist das. Ich weiß nicht, dass du dich eingestellt hast. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Klar möchten die nicht verlieren sollen. Naja. Aber heute, jetzt hier, sind wir gespannt, wie die Bayern spielen gegen Stuttgart. Würden es jetzt wieder 3 Punkte für Bayern oder wird es nicht? Wir sind gespannt. Und der Schiri hat angepfiffen. Das Spiel läuft. Die Bayern am Ball. Wir sind gespannt. Bayern am Ball. Schön durchgespielt. Müller hat den. Gibt einen langen Pass. Coman läuft und flankt rein. Kopfballtor von Bayern. Robert Lewandowski. Es fängt da super an in der zweiten Minute. Köpft Bayern das 1-0 durch Robert Lewandowski. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlaggeber, keine Frage. Tolle Flanke auf Lewandowski. Schöne Flanke und schön. Großartige Technik, perfekt gemacht. Hat sich jetzt angestellt? Ja. Ach so. Ja, Killer Bär. Der Killer Bär redet also nicht mit sich selber. Nein, er ist nicht verrückt. Nein, ist er auch nicht. Oh, ein bisschen. Die Münchner so, Stuttgart hat jetzt Tor. Anstoß. Jetzt muss Stuttgart was tun, weil jetzt liegen sie schon 1-0 zurück. Donis. Versuchen jetzt reinzukommen, aber Bayern hat den Ball abgefangen. Jetzt wieder mit Druck nach vorne. Jago hat den Ball, spielt ihn wieder zurück. Zu Süle, zu Coman mit der Flanke. Kimmich. Schön mit der Brust angenommen, zu Kimmich Süle. Hin. Süle wieder den Ball. Guckt. Sucht und findet Coman. Jetzt Goretzka wieder zu Coman. Ah, jetzt passt Stuttgart auf. Lässt nicht so locker die Bayern mehr rein. Oh, da hat Müller den Ball verloren. Und Stuttgart direkt mit dem Vorstoß. Aber Goretzka ist da und passt auf. Einwurf für VfB Stuttgart. Wenn ihr nachher Lust habt, dann bleibt dran. Insua. GM für das Spiel Wolfsburg. Die Bayern mit dem Einwurf. Gegen Leverkusen. Kimmich. Die Leverkusen werden dann gespielt von Thomas Müller. Dem Killerbär. Natürlich Wolfsburg von Lewandowski. Mir. Robert Lewandowski verfügt jetzt. Oh, schöner Flügelwechsel. Ah, Thomas hat schon Stuttgart. Kannst du weiter machen. Und wenn ihr auf weitere Sportspieler Lust habt, dann schaut doch mal bei dem Killerbär auf seinem Kanal vorbei. Da hat er mit Sicherheit das eine oder andere Sportspiel für jedermann in seiner Bibliothek liegen. Das stimmt. Schöne Aktion. Weiter Ball. Oh, schöne Flanke, aber Bayern passt auf. Gut abgewehrt. Jetzt wieder Bayern am Ballbesitz mit Alaba, Müller, Goretzka, Müller, Thiago. Thiago zu Franck Ribéry. Franck Ribéry wieder zu Goretzka. Jetzt spielen die Bayern ein bisschen Tiki-Taka hier. Versuchen sich die Lücke dadurch aufzureißen.
Ja, du. Ja, aber Stuttgart, diesmal sind sie da, machen gut zu, die Lücken und so. Nicht immer so. Nicht so wie jetzt eben. Oh, wieder die Flanke. Und, gut aufgepasst von den Stuttgarter Spieler. Von González. Einwurf für Bayern München. Kimmich gibt den Einwurf rein zu Müller. Jetzt könnt ihr die Flanke Kuretzka ist das. Zu Thiago. Das war nix. Also verzogen. Thiago hat den Ball leider verzogen. Nicht der Fall. Und jetzt aber es steht noch 1-0 für Bayern München. Da sieht man den Alter. 35 Jahre ist Franck Ribéry und spielt noch immer für Bayern München. Der Abschluss für VfB Stuttgart. Und wenn ihr Lust habt auf Wrestling, ja, meine Lieben, der Ball ist weg. Da kann ich euch auch einen Gegenangriff was mitteilen. Und zwar, wir werden gucken, welche Matches Ribéry. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Kommen. Sie tun aktuell und wenig für die Offensive. Matches, aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Ausgebrochen auf WWE 2K19. Ja. Weg. Natürlich alles. Müller, auf dem klasse! Sportkanal von dem auf Killerbär. Dann so ein bisschen auch das mein Sportkanal, Sportgame, vertue dich nicht. Dann gehen die alle auf Sportgame und warten, bis da die Videos kommen. Schätzelein, das ist doch, wie sagt man noch so schön, das ist doch eigentlich Sportentertainment, oder sehe ich das verkehrt? Ich mache allerlei. Ich mache Actionspiele, ich mache Sportspiele, allerlei. Alles, Goretzka. Wo ich denke, das macht mir Spaß, das und macht Thiago. Den Leuten Spaß zu gucken. Lewandowski. Das mache ich. Und man hat Thiago. Auch immer was zu lachen, weil ich auch manchmal meine jetzt Versprecher habe, wie immer. Jetzt Thiago. Oh, Schuss von Thiago, leider daneben. Eine ganze Menge gefehlt. Das war kein guter Knoten Versuch, das hat man deutlich gesehen, der hat ja kaum was gestimmt. Vielleicht ein bisschen zu ja, genau. Die Knoten habe ich öfter in der Zunge. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, aber... Mach, nein, kannst du. Nein, sei frei offen. Sei frei offen hier. Alaba. Bayern hat wieder den Ballbesitz. Man sieht, dass Bayern sehr viel Ballbesitz hat. Wo fange ich da an? VfB Stuttgart kommt kaum nach vorne oder können lange den Ball halten, verlieren den sehr schnell wieder gegen Bayern. Aber das ist ja auch normal, dass sie die Bayern haben. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal. Und wenn Bayern weg. Weiter so stark spielt, hoffen wir, dass wir noch vielleicht deutscher Meister werden und die Dortmunder noch runterhauen. Die Davi. In Sua. Mario Gomez. Aber bis jetzt spielt der Bayern ihr konstantes Spiel. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance da machen? Ist er schon wieder. Wie sagt man das? Diszipliniert wollte er sagen. Genau. Das ist mir in der Zunge runtergerutscht. Ecke für Stuttgart. Und, so, wird das was? Oh, die sind noch am Ball. Und zieht ab. Leider neben das Tor. Riesenchance zum Ausgleich, ja, so wird das leider nichts. Aber Stuttgart nähert sich langsam Richtung Bayern-Tor. Ja, bis jetzt steht es noch immer 1-0. Wir schreiben die 34. Minute. 35. Minute so gesehen jetzt schon. Und Bayern führt noch immer 1-0. In Bayern. Auch dieser Ball kommt jetzt an. Wieder das Bayern macht er gut heute. Ballbesitz. Seine Pässe mit dem kommen Müller. Heute richtig gut an. Jetzt Kuretzka wieder. Kuretzka wieder zu Müller. Coman. Das war ein Fehlpass von Coman. Guter jetzt Pass. Jetzt geht's schnell. Neuer kommt raus. Das war haarscharf. Neuer kam raus, hat nochmal gerettet. Hummels. Aber so kennt man ja den Neuer. Thiago. Dass er kurz mal rausrennt und dann Thiago. Den 12. Feldspieler spielt. Alaba. So, jetzt wieder Bayern München Ballbesitz. Und Ribéry. David Alaba jetzt. Oh,
Jetzt spielen die. Ah, jetzt verlieren sie wieder den Ball. Aber Bayern erobert ihn sofort wieder. Verlieren die aber sofort wieder den Ball. Jetzt Stuttgart. Na? Stuttgart. Jetzt musste Stuttgart schnell spielen. Kriegen es aber nicht hin, das schnell Spiel, weil die Bayern die Räume eng und zumachen. Ah, Neuer hat den gut gehalten. Abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Ja. Thiago jetzt. Was gibt's noch hier so? Ja, Ribéry. Sagen wir mal so, wenn das Spiel heute auch noch kommt, Wolfsburg gegen Leverkusen, dann wird das ein geiles Spiel, weil Leverkusen und Wolfsburg brauchen auch ihre drei Punkte unbedingt. Von Wolfsburg wäre oben Kopfball, Tor von Frank Ribéry, schöne Flanke. Ja, dann steht es jetzt schon 2:0 für Bayern München gegen VfB Stuttgart. Ja, wo war ich jetzt eben? Genau, beide brauchen ihre drei Punkte. So, Wolfsburg wäre international Ende der Saison dabei sein. Sagen wir jetzt mal Euroleague. Und Leverkusen will nicht absteigen. Das heißt, Leverkusen will ja oben auch noch mitspielen. Die Chance besteht ja noch für Leverkusen und für Wolfsburg. Jetzt steht es 2:0. Deswegen wird das ein Knallerspiel. Gentner. Ja, das hier Bayern aber, Stuttgart, das war ja schon klar, dass Bayern eigentlich gewinnt. Ja, Bobi, du darfst. Aber Klabert, du weißt aber auch, dass dass die Leverkusen einfach gegen Wolfsburg auf keinen Fall haben. Ein Grund, ja, jetzt schon aufzugeben. So, Halbzeit, wir hören uns gleich wieder nach der Halbzeit. So, da sind wir wieder. Die zweite Halbzeit wird angepfiffen. Stuttgart den Ball. So, Bayern führt 2:0 gegen Stuttgart. Jetzt muss Stuttgart in der zweiten Halbzeit alles geben. Sonst wird nichts. Aber Bayern hat da jetzt wieder den Ballbesitz. Spielen sich schön frei, aber verlieren den dadurch wieder zu schnell. Aber Stuttgart gibt einfach nichts dagegen. Die spielen einfach nicht das schnelle Spiel, was Bayern eigentlich so kann. Oh, und Bayern passt gut auf, macht die Räume eng und haben den Ball. Und jetzt versuchen sie durch die Mitte jetzt zu Coman. Coman hält den Ball. Guckt, wer ist frei. Zu Kimmich. Ah, nee, komm, Kimmich. Kimmich versucht alles. Aber er kommt einfach nicht durch. Ecke für Bayern München. Das ist das Gute an heutigen Stadien. Und ja, schönes Stadion von Bayern München. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Also, trotzdem angenehm ist Leute anders, vor allem für die Spieler. Drückt Wolfsburg auf jeden Fall die Daumen. Sie müssen heute die drei Punkte einfahren. Vielleicht wir brauchen der auf nasse jeden Platz Fall ja und die für zusätzliches Spannungsmoment. Naja. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ecke kommt. Ecke. Ah, wird nix. Beide hatten aber noch. Jetzt Thomas Müller, oh, Fallrückzieher von Thomas Müller. Aber Tor, das passt gut auf. Abstoß. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und Stuttgart hat jetzt den Ball. Und gehen Sie jetzt mal schnell. Jetzt wird das mal super ein bisschen schneller. Aber Neuer ist da und hat den Ball. Ja, Stuttgart kann einfach das schnelle Spiel nicht mitspielen, was Bayern spielt. Mario Gomez. Ja. Ahnt hier diesen Pass, Pass von Gomez. Alter, was erwartest du? Was erwartest du denn aber Stuttgart? Ja, ne? Hier ist Frank Ribéry von außen. Gut, oh, wird schön aufgehalten von es den tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Richtig. Thiago, oh, Auswechslung von Bayern München. Diago geht, James Rodriguez kommt. Ja, der hat viele Möglichkeiten in der Offensive. Jetzt kann es ja richtig losgehen. Thomas Müller jetzt. Schauen wir mal. Ribéry hat den, Thomas Müller. Oh, schöne Flanke rein Renato und Kopfball von Renato Sanchez. Aber Chance, da über das Tor. Alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Man sieht, Bayern versucht viel mit Kopfbälle, um mit Flanken reinzukommen. Schade. Abschluss von Stuttgart. Kommt an. Gentner. Jetzt gehen die Stuttgarter in den Strafraum von Bayern München und Abzug. Den Schuss setzt der Knapp daneben. Neben das Tor von Gomez.
Da hat der Gomez mal aus Netz getroffen. Mario Pommes. Ja, mit Rot-Weiß. Ey, ist auch Rot-Weiß. Naja, also meine Lieben, das ist dann mal so ein Running Gag am Rande. Ja. Ne? Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Ja, Stuttgart, hält sich Stuttgart noch hier in der ersten Bundesliga oder steigen sie wieder ab, auswärts von Bayern München und von Stuttgart. Also für Stuttgart kommt hier Dennis Augo und von Bayern kommt Frank Ribéry. Ich meinte Einraum, Entschuldigung. Wie geht es dann, wenn er schon auf Platz ist? Sanchez. Mensch, scheint ja richtig einen Abend zu gehen, wenn der auf den Platz kommt, wa? Ja, klar. So, wobei ich, ja, ich bin echt mal gespannt, wie Stuttgart in Edge spielt. Schaffen die Klassenerhalt oder steigen sie auf? Steigen sie auf, klar. Oh, ich hab's heute, Obubi. Ist aber nicht meine Schuld. Das ist nur Ausländer, das stimmt, das ist seine Schuld. Der labelt auch zum Beispiel. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Ich. Auswechslung von Stuttgart. Castro kommt. Und Gomez geht. Die Pommes geht. Pommes rot-weiß, bitte. Ja. Ja, der hat ja auch nichts gebracht, ne? Jetzt muss Castro hier was leisten. Und wird er auch was reißen? Noch. Wir haben die 69. Minute. 2-0 noch für Bayern München. Tommy. Jetzt Stuttgart hat den Ball, verliert ihn aber sehr schnell wieder. Und Bayern spielt den hin und her. Zu nix. Und Müller. Immer wieder also, diese kurzen, diese schnellen Pässe hier. Bayern exzellent, der Gegner war. Ohne jede Chance ranzukommen. Ja, von mir aus könnte Stuttgart wieder absteigen. Aber wir fragen ja mal unseren Zuschauer. Das ist ein Kultverein. Süle ist da. Meine Meinung. Ja, ich mag Stuttgart auch nicht, aber Stuttgart ist ein Kultverein, den kenne ich. Ich bin Fußballfan seit 89 und ich habe Stuttgart miterlebt, weißt du? Egal in welcher Arten, sei es hoch oder tief, die waren immer in der ersten Bundesliga dabei. Pfosten vom Kopfball von, ich glaube, Thomas Müller. Getroffen. Sie ärgern sich immer noch über den nein, du hast mich gerade falsch verstanden, mein Freund. Oh, mein Freund, mein guter Freund. Dass sie absteigen sollten, um sich in der zweiten Bundesliga wieder zu festigen. Das haben sie auch gedacht, wo sie abgestiegen sind. Sind ja auch direkt wieder aufgestiegen. Ich meine von der Mannschaft her, wo sie ein stabileres Team zusammenbekommen und dann nochmal den Aufstieg in die erste Bundesliga packen. Ja. Oder wärst du da anderer Meinung? Ja, das ist... Es gibt Mannschaften, die schaffen es, wenn die wieder aufsteigen, sich zu fangen. Aber es schaffen nicht alle Mannschaften das. Es gibt eine Handvoll davon, die es geschafft haben. Sagen wir mal, Wolfsburg hat es geschafft. Ihr seid aufgestiegen, ihr habt die Klasse immer gut gehalten und so. Auch wenn auch manchmal kritische Phasen gab. Thomas Müller. Oder schöne Fahrten. Relegation gegen Lewandowski. Ich glaube, ich muss mir den Mund auswischen gehen. Und Lewandowski. Tja, und wo ist sie jetzt? Warum war das ein Derby-Spiel? Gegen Braunschweig? Ja. Das ist doch nice. Ach, das hast du nicht alle Tage. Relegation. Die Derby. Schöner Schuss von Stuttgart. Leider nicht. Gebracht, ja, es wäre die Chance gewesen, aber er setzt ihn dann doch knapp. Ja, wen haben wir denn noch? Der früh aufgestiegen ist. Ne, Wolfsburg waren die einzigen, die sich jetzt bis jetzt gehalten haben, meiner Meinung. Weil Hannover ist da abgestiegen zwischendurch mal. Mainz ist auch mal ab und zu abgestiegen, aber wieder aufgestiegen. Aber wo ich auch sagen muss, das ist eine
feste Mannschaft. Die letzten fünf Minuten die sind nur durch. Ja, warum sind sie abgestiegen? Ja, weil die einfach die Ausdauer haben, meiner Meinung nach. Ja, Dusselig. Und da ist das 3-0 von ein Robben. Schön geschossen. Ja, das war dusselig. Das gibt's dir recht, weil eigentlich ist das eine kompakte Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Wenn man so überlegt, die sind aufgestiegen früher. Sie sind in der Euroleague reingekommen. Sie sind weit beim DFB-Pokal weit gekommen und so. Ja. Deswegen sage ich ja, bis jetzt kenne ich nur Wolfsburg, die ist bis jetzt sehr gut dabei sind. Wir sind 97, 98 aufgestiegen. Ja, so viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist. Ihr seid deutscher Meister geworden, ihr seid DFB-Pokalsieger geworden. Ihr habt sind angebrochen. Das erreicht als Aufsteiger, was ein Aufsteiger sich wünscht irgendwann mal. Das habt ihr erreicht. Sanchez. Das hat Wolfsburg und erreicht, sag ich mal. Und wir sind 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Lewandowski. Immer noch in der ersten Fußball-Bundesliga dabei. Ja. Damit sehen wir doch mal eine Station weiter. Hamburg. Ja. Gomez. Seit Anfang an waren wir dabei. Das tat weh. Sag mal ich hab, war auch geschockt, wo sie abgeschieden sind. Und das Spiel ist aus. Bayern München gewinnt 3-0 gegen VfB Stuttgart. Ja, sind wir mal gespannt. Das ist ja so gesehen heute. Weil ich bringe das Video ja Sonntag heraus. Heute Sonntag spielt ja Bayern. Das ist Sonntag. Auch 3-0 gewinnen, dann ist das zweite Orakelspiel, weil ich richtig tippe, mit Bayern. Ne? Deswegen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt dabei und guckt, es könnte sein, dass das nächste Video auch wieder drauf ist. Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Bobby. Ciao, ciao, bye, bye. Und Tschüss von mir.